Schutzkapp uff, wir hauen druff. Irgendwie sieht dieses Auto aus, als ob jemand mit einem großen Hammer draufgehauen und dann eine überdimensionale Basecap im Mark-Kevin-Göllner-Gedächtnislook draufgesetzt hat. Erstaunlich mutig und irgendwie auch ein kleines bisschen sexy. Nummer 5 lebt. Er heißt Mini Coupé und ist nach Mini, Mini Cabrio, Mini Countryman und Mini Clubman das mittlerweile fünfte Mitglied im ständig wachsenden Mini-Familienclan. Er ist der erste Zweisitzer, der erste mit Kappe und wir checken, ob das Ganze mehr ist als nur eine nette und vor allem teure Spielerei. Eine zwingende Notwendigkeit, auf die die Welt voller Ungeduld gewartet hat, ist das neue Mini Coupé sicherlich nicht. Aber vor allem im John Cooper Works Look mit Rallye-Streifen, 190 Euro Aufpreis, breiten Schlappen und heiserem Röhren unter Volllast macht der Kleine Lust auf eine Spritztour. Vor der Fahrt aber erstmal der Optik-Check. Also mir gefällt der Wagen. Ich weiß. Nett gemacht, liebevolle Details, große Scheinwerfer, die kleine Lufthutze da, da die kleinen Chromblenden, große Räder, wobei er bräuchte noch größere. Es wird Leute geben, die sagen, das Auto braucht kein Mensch. Das stimmt natürlich auch, aber okay, so geht's mit vielen Autos. So geht's mit vielen Autos. Und das ist natürlich eine große Kunst. Die spreizen ihre Modellpalette immer weiter, à la Porsche 911. Es gibt den Clubman, es gibt den Countryman, es gibt das Cabrio, jetzt gibt's das Coupé. Es wird bald den Roadster geben. Ist natürlich eine große Kunst, das immer weiter aufzufächern und immer mehr aus diesem einen Auto draus zu holen. Sie machen es Porsche auch nach. Weniger Auto für mehr Geld. Der kostet mehr als die anderen. Davon kannst du ausgehen. Ja, mit Sicherheit. Also gut 1.500 Euro mehr der normale und der kostet sogar über 2.000 Euro mehr der Clubman. Das ist natürlich eine große der Kunst. Der John Cooper Works. Das ist natürlich die große Kunst, weil dafür gibt es ja im Endeffekt weniger. Ja eben, weniger Auto, mehr Geld. Das finde ich clever gelöst und die Leute werden es bezahlen. Die Leute, die dieses Auto kaufen, auf jeden Fall. Und die werden auch die Vollausstattung nehmen. Die lassen sich ja alles einbauen, weil aufs Geld guckt beim Mini, glaube ich, sowieso keiner. Naja, also der geht ab 31 los hier, der John Cooper Works. Und mit Vollausstattung wird man dann auch locker die 50.000 Marke knacken können, denke ich mal, oder? Mühelos bei BMW. Ich kenne die Aufpreislisten, das geht mühelos. Was ich ein bisschen komisch finde, ist ja hier, es ist ein Stufenheck. Bei Stufenheck denke ich immer an Polo, an Corsa, also an Klorolle auf der Hutablage und spießig. Ist der jetzt nicht. Ein wirkliches Stufenheck ist er natürlich nicht, weil sie haben natürlich raffiniert, wie sie sind, eine große Heckklappe eingebaut. Und man kann mühelos das Gepäck in den wirklich titanisch großen, 280 Liter großen Kofferraum packen. Das ist ja schon mal was. Das hier ist auch edel gemacht. Oh. Na gut, irgendwo muss auch gespart werden, offensichtlich hier. Das ist, ich darf den Fachbegriff einführen, das ist das Parcel Shield, wenn ich das richtig verstanden habe. Da wird irgendwie das Gepäck abgedeckt. Da kann man dann die Klorolle drauf machen, ne? Wenn man will. Ich vermute, die wird dann durch die Gegend fliegen, aber wahrscheinlich ist es dafür vorgesehen, ja. Gut, aber lass es einfach mal fahren. Ich denke, das ist das, was man mit so einem Auto machen sollte, oder? Ich bin ausnahmsweise deiner Meinung. Okay, ab dafür. Fürstenfeldbruck, den alten Flughafen, hat sich BMW gesichert. Ab sofort wird gefahren, nicht mehr geflogen. Unser Testwagen ist das Mini Coupé John Cooper Works. Mit 4 Zylindern, 1,6 Liter Hubraum, 211 PS Turbolader und Direkteinspritzung. Der Top Mini schafft den Sprint auf 100 in 6,4 Sekunden und 240 km/h Spitze. Dabei verbraucht er nach EU-Norm nur 7,1 Liter Sprit. Nicht schlecht für die angebotene Leistung. Viel wichtiger als die nackten Daten ist aber, wie sich das Ganze anfühlt. Also es ist ja nicht so, dass ein normaler Mini irgendwie unhandlich wäre. Aber dem Coupé hier hat Mini doch wesentlich mehr Sportlichkeit mitgegeben. Federndämpfer straffer abgestimmt, geht ganz schön zackig um die Ecken, die Lenkung lenkt direkter ein. Und mit dem John Cooper Works Motor hier 211 PS, ganz schön hastig unterwegs, Fahrmaschine, macht Spaß. Das Mini Coupé, eine echte Fahrmaschine. Mehr noch als der schon extrem handliche normale Mini. Schön deutlich wird das, wenn wir uns das Coupé im Slalom anschauen. Pylonenabstand genau 18 Meter, griffiger Flugplatzasphalt, trocken, 22 Grad, ideale Bedingungen. Wie auf Schienen nimmt der Mini den Parcours, ob mit oder ohne ESP. Das Coupé klebt förmlich auf der Straße. Sauberes Rausbeschleunigen, kein Problem. Schnelle Kurven, leichteste Übung, Highspeed, eine reine Lust. Nicht mal von völlig verdrecktem Untergrund lässt sich das Mini Coupé aus der Ruhe bringen. Definitiv vom Feinsten der Sound. Gepflegter Krawall, durchdringend sportlich, lustvoll lärmend, auf der Rennstrecke perfekt, auf langen Strecken vielleicht einen Tick zu aggressiv.
Ein Grund für die hervorragende Performance, die nochmals erhöhte Karosseriesteifigkeit. Zwar ist das Coupé mit 1165 Kilo nicht der schlankeste in der Familie, aber zu spüren ist das auf der Straße nicht. Erstaunlich, der Zweisitzer verfügt sogar über eine gewisse Alltagstauglichkeit. Natürlich ist das Ganze eher was für harte Jungs, aber ein bisschen Restkomfort ist geblieben und der Kofferraum profitiert von den fehlenden Rücksitzen. 280 Liter sind für einen Mini nachgerade fürstlich und 20 Liter mehr als im Clubman. 31.150 Euro kostet der kleine Flachmann. Das sind 2.250 Euro Aufpreis gegenüber dem Hatch. Viel Geld, aber dafür gibt's eben auch ein Mini Coupé. Was ist es denn nun, das neue Mini Coupé? Eine nette, teure Spielerei oder ernstzunehmender Nischenritter? Nett definitiv, teuer auch. Ernst zu nehmen? Auch das. Denn am Ende heißt es ja immer, it's all about Fahrspaß. Und viel mehr Fahrspaß als mit dem Mini Coupé, vor allem als John Cooper Works, kann man sich kaum vorstellen. Also am Ende fast alles richtig gemacht. Kaum ist Nummer 5 also da, steht Nummer 6 schon in den Startlöchern. Im kommenden Jahr werden sie dem Coupé auch noch die Kappe klauen. Der Roadster ist die nächste Ausbaustufe, wahrscheinlich noch lange nicht die letzte.